1,5%. Ja, liebe Zuschauer, über die Märkte insgesamt möchte ich jetzt in Frankfurt in unserem Studio mit Askan Iredi, dem Chief Investment Officer der Aktionärsbank, sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Iredi. Ja, die Berichtssaison in den USA, die lief ganz gut an im Bankensektor, da kamen aber schon bereits die ersten Enttäuschungen. Waren die Erwartungen denn an weiter steigende Umsätze und Gewinne ein bisschen zu hoch geschraubt? Das kann man so ja noch gar nicht sagen. Ich finde, gerade der Blick auf die Banken macht deutlich, man kann auch in einem schwierigen Umfeld Geld verdienen. Die Banken werden sich auch weiterhin, was die nächsten Zahlen angeht, wahrscheinlich ganz gut schlagen können. Außer die Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind, weil da sieht man schon, dass eine kleine Abkühlung in der Konjunktur in den USA sich mittlerweile breit macht. Also Immobiliensektor etwas schwächer und jetzt halt auch, wie wir seit gestern wissen, der Einzelhandel mit einem kleinen Einbruch. Alles in allem noch nicht wirklich tragisch, weil wir reden vor allem für die USA ja maximal von einer Delle in der Konjunktur. Und es geht deshalb dort immer noch aufwärts. Da sind die Diskussionen, die wir in Europa haben, schon ganz andere, weil wir haben auch insbesondere was Südeuropa angeht, gestern doch schon so manches heftiges rotes Vorzeichen gehabt. Was erwarten Sie persönlich denn für den Fortgang jetzt in den USA? Wie wird es hier weitergehen? Ja, die Berichtssaison bisher ist dort eigentlich wie immer ganz gut, liegt aber auch daran, dass bis kurz vor knapp immer die Schätzungen der Analysten ja noch gesenkt werden können. Und wenn man dann als Unternehmen das mit was einplant, kann man ja dann vielleicht sogar die Analystenschätzung schlagen. Also der direkte Vergleich vor einigen Monaten der Schätzung und der aktuellen Schätzung ist definitiv schon so, dass die Analysten ihre Schätzung reduziert haben. Aber auf Basis der reduzierten Schätzung läuft die Berichtssaison eigentlich ganz gut. eBay gestern war kein wirklicher Spaß. Wir werden jetzt sehen, wie es weitergeht. Es ist immer sehr schwer zu sagen zu den einzelnen Unternehmen, was noch als nächstes passieren wird. Trotzdem, ich glaube, die USA sind alles in allem eigentlich noch eher der sichere Hafen, was die Konjunktur Seite angeht. Was die Börse angeht, das ist natürlich eine andere Frage. Natürlich erholt sich momentan die USA ein bisschen, aber die Frage ist ja auch trotzdem, können dann die aktuellen Konjunktursorgen ein bisschen verdrängt bzw. ja aufgewogen werden? Ja, so sieht das aus. Die Konjunktursorgen sind überall weltweit vorhanden und das macht doch momentan das Problem aus, dass man eben nicht von einer Schwäche aufgrund irgendeiner Sondersituation sprechen kann. Europa hat sicherlich und Deutschland insbesondere durch die Russland-Sanktionen momentan schon auch eine großes Problem zu verarbeiten, was ganz alleine betrachtet für die Börse vielleicht noch nicht mal das Problem wäre. Aber da Asien nicht so richtig läuft und da auch die USA diese Delle jetzt haben und Europa einmal mehr wieder eine etwas stärkere Delle bekommt, ist es definitiv so, dass die Börsen verschnupft reagieren. Eigentlich muss ich sagen, ich hatte mit dem konjunkturellen schwächeren Fortgang im Herbst, Winter diesen Jahres ja schon seit langem gerechnet und finde das eigentlich nicht verwunderlich momentan. Verwundert es mich eigentlich eher, dass die Börsianer so extrem drauf reagieren, wo die Prognosen wahrscheinlich die ganze Zeit schlichtweg zu hoch waren. Herr Iredi, in Deutschland, da sind ja die Erwartungen ein bisschen weniger hochgeschraubt. Also hier hält man sich ein bisschen bedeckt. Positive frühzeitige Neuigkeiten gab es aus dem Autosektor. Aber womit müssen wir denn hier tatsächlich zur Abrechnung des dritten Quartals dann rechnen? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage insofern, als dass man noch nicht so genau weiß, ob der schwache Euro sich gerade bei den Exportunternehmen bereits jetzt schon niederschlägt. Da muss man sagen, wahrscheinlich zeitverzögert. Der schwache Euro ist ein großer Vorteil. Da kann man über den ganzen Kurszettel gucken. Bei A wie Adidas geht es los. Und das ist definitiv so, dass die Unternehmen generell jetzt eigentlich einen kleinen Vorteil dadurch haben, dass der Euro die letzten Wochen so stark eingeknickt ist. Da ist das dann sogar so, dass die leichte Konjunkturproblematik, die sich ergibt, ausgeglichen wird durch diese Euro-Schwäche. Aber keine Frage, ich glaube, wir müssen schon sagen, dass Europa sich stärker abkühlt als weite andere Teile der Welt. Und so gesehen ist das mit unserem Einbruch hier momentan auch ganz begründet. Trotzdem, man sollte sich nicht zu viel Sorgen machen, weil es bleibt ja dabei. Die echte Alternative zu Aktien und vor allem zu den Unternehmensgewinnen, die gibt es ja nirgendwo. Nirgendwo gibt es leider auch die Glaskugel, in die wir natürlich gerne mal schauen würden. Aber mit welchen Folgen für die Börse rechnen Sie denn persönlich? Also sagen Sie Herbstrally, da geht vielleicht doch noch was oder kommt hier eher der November-Blues? Also ich höre die letzten Tage und sehe vor allem viele negative Kommentare bis hin zu neuen Crash-Szenarien, die gemalt werden. Davon sind wir ganz weit weg. Selbst wenn wir theoretisch noch bis 8.100 laufen, also 20% Korrektur voll machen, dann
Vom Crash zu reden, halte ich auch für übertrieben. Wir haben einen jahrelangen Aufwärtstrend hinter uns. Und dann ist es nur normal, dass, wenn die Konjunktur sich abkühlt, man auch mal eine Reaktion darauf sieht. Die aktuellen Unternehmenszahlen zeigen Ähnliches. Es geht alles Hand in Hand. Ich bin nicht ängstlich in der Situation 8.500, die vielleicht ja heute schon angesteuert wird. Davon kann man fast ausgehen, dass diese Woche noch mal ein weiterer Test nach unten erfolgt. Ist in jedem Fall auch nichts, was einem Angst machen sollte. Ich finde ganz im Gegenteil, wer die ganze Zeit verpasst hat, Aktien zu kaufen oder vor allem billig zu kaufen, sollte hier mal anfangen, ja, über Aktien nachzudenken. Es gibt so solide Titel, ich sage Ihnen nur mal BASF, die sind dermaßen unter die Räder gekommen, oder ein Weltmarktführer, der so unter die Räder kommt. Ich weiß gar nicht, wie stark die Gewinne bei BASF noch einbrechen sollten, angeblich, damit dieses Kursniveau nicht doch trotzdem langsam interessant wird. Also, es gibt viele Aktien auf dem Kurszettel, die spannend sind. Da sollte man vielleicht auch noch die Berichterstattung der nächsten Tage abwarten. Aber alles in allem würde ich sagen, es gibt neue Kaufgelegenheiten und die müssen genutzt werden. Also den Kursrutsch hier richtig ausnutzen. Dankeschön für die Einschätzung am Morgen, Herr Redi, und einen guten Handelstag wünsche ich Ihnen. Dankeschön.